Das Messen mit dem Lilien Manager ermöglicht Ihnen, beliebige Messwerte digital zu dokumentieren und von überall auf die Daten zuzugreifen. Um eine Messung mit dem Lilien Manager durchzuführen, melden Sie sich zunächst mit Ihren Login-Daten über die Eingabemaske an. Öffnen Sie zunächst die Klappe des Lilienwassermessgeräts. Schieben Sie den Sensorstick von hinten in einen der beiden Slots und achten Sie dabei darauf, den Stick am Ende anzufassen. Stellen Sie sicher, dass die bedruckte Seite nach oben zeigt und die Sensorstick-Vorderseite zuerst eingeschoben wird. Drücken Sie den Sensorstick so weit in den Slot, bis Sie ein hörbares Klicken vernehmen. Jetzt können Sie die Klappe des Messgeräts wieder schließen. Nehmen Sie Ihr Smartphone zur Hand und öffnen Sie im Lilien-Manager-Menü Einstellungen aus. Wählen Sie nun zunächst die Einrichtung aus, in der Sie sich befinden. Geben Sie danach unter dem Menüpunkt Messungen den Messort und den Messpunkt an, an dem Sie sich befinden. Klicken Sie nun auf Messdaten erheben. Während die App nach dem Messgerät sucht, streichen Sie über den Berührungssensor des Messgeräts. So kann der Lilien Manager das Lilien finden und sich verbinden. Während des Verbindungsprozesses zeigt der LED-Ring ein weiß umlaufendes Licht. Hat sich der Manager mit dem Lilien verbunden, leuchtet der Ring vollständig weiß. Nehmen Sie nun den Messbecher zur Hand und entnehmen Sie Ihre Wasserprobe. Befüllen Sie dabei den Messbecher bis zum Gewinde mit der Probe, denn nur so kann das Lilien die Wasserprobe korrekt analysieren. Legen Sie das Lilien mit dem eingesteckten Sensorstick auf den Messbecher drauf. Streichen Sie über den Berührungssensor des Messgeräts, um die Messung zu starten. Während das Lilien die Wasserprobe vorbereitet und analysiert, sehen Sie am LED-Ring ein weiß umlaufendes Licht. Sobald der LED-Ring des Liliens grün leuchtet, können Sie das Gerät aus der Wasserprobe entnehmen. Sie können nun den Sensorstick aus dem Messgerät entfernen. Ziehen Sie ihn dafür vorsichtig vorne aus dem Gerät heraus. Wenige Sekunden später werden Ihnen die Messdaten auf Ihrem Smartphone angezeigt. Die Ergebnisanzeige stellt Ihnen Datum und Uhrzeit der Messung, die Messergebnisse und den Akkustand übersichtlich dar. Um Ihre Messergebnisse zu speichern, wählen Sie Bestätigen und Speichern aus. Im nächsten Schritt können Sie zu den gemessenen Parametern Ihre manuell gemessenen Werte, wie zum Beispiel die Temperatur und Redoxspannung des Messbeckens, eingeben. Wählen Sie auch hier Bestätigen und Speichern aus. Die Messdaten sind jetzt auf dem Lilien-Server digital hinterlegt und über die Lilien-Manager-App und das Lilien-Dashboard erreichbar.